Das Team mit der längsten Durststrecke aktuell ist der FC Pippinsried. Der Tabellenvorletzte wartet seit 9 Ligaspielen auf einen Erfolg. Klar, dass heute gegen Aufsteiger DJK Filzing was Zählbares her muss. Die Gäste in Weiß zeigten aber unter anderem durch die Siege gegen Würzburg und in Hauptstadt, wie gut sie derzeit unterwegs sind. Und so gestalteten sich dann auch die ersten Minuten. Filzing dominant und nach einer Ecke mit dem 0:1 nach 4 Minuten. Franz Wendel bringt in der Mitte den zunächst verlängerten und von Andreas Jünger nochmal scharf gemachten Ball über die Linie. Pippinsried nach diesem Katastrophenstart um eine schnelle Antwort bemüht. Der lange wegen den Folgen einer Malaria-Impfung fehlende Marvin Jieke setzt sich da etwas glücklich durch, scheitert aber dann am starken Max Putz. Danach klärt Lukas Schröder resolut. Überhaupt hatten die Hausern das Geschehen nun deutlich besser im Griff. Schöner Ball nach 17 Minuten erneut auf Jieke und dessen abgerissene Flanke. Klatsch gegen beide Pfosten. Riesenglück für die DJK. Ebenso eine Zeigeumdrehung später. Spielertrainer Herbert Paul dann nach einem Freistoß vor Putz an der Kugel, bringt dieselbige aber nicht Richtung Tor. Danach wurde es aber eher zäh. Beide rieben sich im Mittelfeld auf. Die Abschlüsse, wenn es sie denn überhaupt gab, harmlos. Dann allerdings kurz vor der Pause nochmals die Oberpfälzer. Andreas Jünger als Ein-Mann-Kontertruppe. Benedikt Lobenhofer verschlimmbessert die Situation und Schlitzer Jünger sieht, dass Daniel Witteczek zu weit vor seinem Kasten steht. Genialer Treffer des Filzinger Goalgetters und insgesamt eine brutale Effizienz der Gäste. 2 Chancen, 2 Tore in dieser ersten Hälfte. Mit der Führung im Rücken stand die DJK nun tief und lauerte auf den einen entscheidenden Moment. Dieser Plan wäre nach 49 Minuten einem Missverständnis zwischen Lobenhofer und Witteczek fast schon aufgegangen. Pippinsried fand trotz großem Engagement vorne kein Durchkommen. Das Frustpotenzial stieg. Dunkelgelb hier für Halit Yilmaz nach einem Revanche-Foul. Ansonsten war es wie schon über weite Strecken der ersten Hälfte ein Abnutzungskampf im Mittelfeld. Alles in allem waren die Gäste gefühlt sogar etwas näher am dritten Tor dran. Wegen eines Gewitters wurde die Partie dann für rund 10 Minuten unterbrochen. Und mit frischer Energie versuchte der FCP dann nochmals anzugreifen. Aber in der 82. Minute spielte sich folgende Szene ab. Der eingewechselte Alexander Langen will die Kugel rausdreschen, aber der ebenfalls gerade gekommene Lukas Krubasik geht dazwischen. Und aus dem Pressschlag entsteht das 0:3. Passt irgendwie zur Gesamtsituation derzeit der Oberbayern. Und 5 Minuten später band dann Jünger mit seinem 14. Saisontor endgültig den Sack zu. Filzing gewinnt in Pippinsried klar mit 4:0. Ja, ich glaube, über 90 Minuten gesehen ein hochverdienter Sieg. Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen, haben folgerichtig das 1:0 erzielt. In der Folge haben wir ein bisschen Glück gehabt bei 2 Aktionen des Gegners. Einmal Pfosten, dann hat unser Torwart gut gehalten. Ja, dann haben wir natürlich zum richtigen Zeitpunkt in der 45. Minute ein Traumtor geschossen. Ich denke, Tor des Monats. Und in der zweiten Halbzeit haben wir es extrem gut verteidigt. Der Gegner, glaube ich, hat keine einzige Torschance mehr gehabt. Und haben wir dann zwar relativ spät, aber dann mit dem dritten und dem vierten Treffer den Deckel drauf gemacht. Klar, den Standard verteidigen wir schlecht. Nach den ersten 5 bis 10 Minuten waren wir, glaube ich, die klar bessere Mannschaft in der ersten Halbzeit. Ja, und dann ist halt einfach so, wenn du unten drin bist, dann läuft halt immer irgendwie alles gegen dich. Der Gegner macht dann nochmal genau vor der Halbzeit mit einem Sonntagsschuss das 2:0. Und dann gehst du mit einem 2:0 in die Halbzeit und weißt gar nicht wieso, weil du eigentlich wirklich die klar bessere Mannschaft warst. Die DJK Filzing darf sich angesichts der Saisonzähler 36 bis 38 schon langsam auf ein zweites Jahr Regionalliga einstellen, während für den FC Pippinsried mehr und mehr die Lichter ausgehen.